ja, auf die Titelseite tut. Warum nicht, keine Ahnung, Christian Lindner draufpacken? Warum nicht gerade Annalena Baerbock? Ja, deswegen wahrscheinlich, weil sie versuchen, die Linke zu spalten. Kannst du dir das vorstellen? Kompakt die Linke spalten, indem sie, okay, warum nicht Gregor Gysi draufpacken? Überleg mal, Junge, wenn ich einfach mit eurer woken Bubble weil man vielleicht die Politikerin draufpackt, die sowieso schon am meisten angefeindet wird. Also, ja. Für wen sollte man sonst da draufpacken? Außer den, der sowieso schon auf dem Absprung aus der Partei ist, weil alle streite. Weil die Linke ihre friedenspolitischen Wurzeln halt komplett verraten hat. Was glaubst du, was die Rechten tun? Die stehen da und sagen einfach so, hey, stellen wir uns auf eine Seite und befeuern wir den Kampf zwischen den zwei Lagern. Warum stehe ich auf meiner Seite? Deswegen, weil du sie bannst aus deinem Chat. Das ist der Grund. Deswegen, weil du sie bannst. Und deswegen, weil sie glauben, dass meine Seite sich abgespalten hat von euch und dass sie mich auf ihre Seite deswegen holen können. Das ist, was sie glauben. Sie glauben, sie können mich auf ihre Seite holen. Die schreiben ja auch die ganze Zeit, komm auf unsere Seite, Erwin. Ja? Aber ich gehe, ja klar, natürlich, aber ich gehe nicht auf ihre Seite. Dort habe ich nichts verloren. Und das wissen sie auch. Ja? Und sie werden mich nie auf ihre Seite kriegen. Ja? Genauso wie ihr mich niemals auf eure Seite kriegen werdet. Was man ja auch gut gesehen hat, wie Erwin dann angegangen wurde, nachdem die Wagenknecht-Partei gegründet wurde. Sofort, als Erwin quasi ein eigenes politisches Lager hatte, das er unterstützt, sind die Rechten genauso auf ihn losgegangen. Mir war quasi noch ein unabhängiger Linker und konnten davon profitieren, wenn da jemand noch da ist, der gegen die Walkies ist. Also weil es ein eigenes politisches Lager wird, politischen Einfluss hat, wird dagegen genauso hart vorgegangen. Ja, ist auch, da sieht man auch, wie einfach die gestrickt sind, ne? In so diesen typischen Freund-Feind-Denken, so wirklich so. Ja, ein gewisses Lagerdenken gehört ja zu unserem Parteiensystem schlicht und ergreifend dazu. Ja, schon. Musst du einfach sagen. Also sonst bräuchten wir keine Parteiendemokratie. Also eine Partei ist ja schon an sich ein politisches Lager und die Parteien, die schließen sich da natürlich untereinander zusammen und also meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Analyse, haben wir in Deutschland drei politische große Lager. Also bekommen wir jetzt drei große Lager, das wird sich da ein bisschen ausdifferenzieren. Ein Altparteienlager, also CDU, SPD, Grüne, FDP, ein rechtes Lager, AfD und vielleicht entsteht da noch was. Und ein linkes Lager, das ist dann vor allem dieses Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich gehe davon aus, dass die Linkspartei verschwinden wird. Also das sind dann die drei Lager, die wir in Deutschland haben werden. Und ich setze mich halt dafür, dass das linke Lager unter dem BSW stärker wird. Aktuell ja bei 4% gerade mal, ne? Die Linke. Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die verschwinden wird. Erst recht, wenn Sarah Wagenknecht jetzt die eigene Partei da aufmacht. Dann gibt es noch Kleinparteien auf der linken Seite, gibt es ja sehr, sehr viele, die davon profitieren könnten von eine Linkspartei, also die Partei könnte beispielsweise profitieren oder die ganzen kommunistischen Kleinparteien, die es gibt. Also die Wähler, die wirklich linksradikal sind, die könnten sich dann tatsächlich mehr daran orientieren. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und die Wähler, die halt klassisch altlinks sind, die werden sich mehr Richtung, also die werden sich dann Richtung BSW orientieren, meiner Meinung nach. Ja, bestimmt. Also die eher so konservativ-Linken, ne, und Altlinken, die wird Sarah Wagenknecht auf jeden Fall mit dem Schlauchboot einsammeln. Zum Glück. Weil ich euch beide, ja, diese Pseudo-Rechten und euch Pseudo-Linke für die gleichen Leute halte. Eure Methoden sind die gleichen. Ihr seid einfach aus meiner Sicht, betreibt ihr die gleichen Methoden und ihr beide spielt dem Kapitalismus einfach in die Tasche. Ihr spaltet die Gesellschaft, indem ihr Scheinkämpfe gegeneinander führt und euch nicht gegenseitig zuhört und so zerspaltet ihr die gesamte Arbeiterschaft und nützt nur den Kapitalisten damit. Das ist alles. Das ist, was ihr tut. Ja, also das checkt ihr nicht, das versteht ihr nicht, sondern du stehst da und feuerst den Kampf an, indem du sagst, hey, die jubeln dir zu. Ja, sie jubeln mir zu, weil sie dich nicht mögen. Deswegen jubeln sie mir nicht, weil wir gleicher Meinung sind. Weil sonst würden sie ja nicht sagen, komm auf unsere Seite. Wie gesagt, das hat man ja jetzt sehr gut gesehen. Also, dass Erwin hier mit seiner Analyse 100% recht hatte. Ja. Seite. Sie wissen, ich bin nicht auf ihrer Seite. Ich habe eine vollkommen andere Meinung als sie. Gehe auf Twitter und schau, was sie mir schreiben. Sie sagen, oh mein Gott, ich dachte, Erwin ist based, aber jetzt sagt Erwin irgendwie diese linken Sachen. Was ist mit ihm? Ja, weil ich ein Linker bin. Ja. Weil ich habe keinen meiner Punkte geändert. Nie. Nein, habe ich nicht. Ich habe angefangen. Also, ich erinnere mich noch an eine Zeit, da war Sarah Wagenknecht eine böse Ordoliberale. Ach so, und Liberale. Meine Ansicht über Personen habe ich geändert. Und seine Ansicht über den Wokismus hat er auch geändert.
Also früher dachte er, dass man mit diesen Leuten Bündnisse schmieden soll, dass man sogar aggressiv diese Identitätspolitik verteidigen soll. Er hat ja früher völlig unnötige Streits beispielsweise mit KuchenTV angefangen. Und das hat er mittlerweile geändert. Stimmt. Da warst du kritischer ihr gegenüber als ich. Ja klar, aber es geht jetzt darum, für was ich mich einsetze. Nämlich das, was mich links macht. Das habe ich keinen einzigen Punkt geändert. Ich setze mich noch Ja, immer die für Frage ist, ob demokratische du das Betriebe mit ein. deinen Methoden erreichst. Ich setze mich noch immer Weil für historisch hat es sich Marktsozialismus ziemlich gut ein. bewährt, sich Rechtsextremen in den Weg zu stellen und zu sagen, so, pass mal auf, ihr solltet gefälligst Angst haben vor eure Ansichten. Ja, stell dich Das ihnen ist in dann eine den Weg. ziemlich starke demokratische Gesellschaft, wenn sie das signalisiert. Du, es ist einfach der Punkt ist, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es da draußen sehr viele Leute gibt, die man abholen kann. Und ich habe das schon bewiesen, weil ich habe unglaublich viele Leute abgeholt. Ja? Früher, als ich so gehandelt habe wie du, ja, ich kann dir das sagen, weil ich habe beide Seiten erlebt. Ja? Du hast nur deine Seite erlebt. Schau, ich war ja früher so wie du, auf der gleichen Welle, habe mir gedacht, ich mache Rechte fertig. Ja? Das heißt, Ja. ich stehe einfach hier, schau, jetzt schreiben Leute alle bei mir im Chat, die ich abgeholt habe. Kannst ja mal nachschauen. Ja. Ja, ich meine das ernst. Das sind ja genug Leute hier, die ich abgeholt habe. Ja, Ja. ist so, ist eine Tatsache. Ja. Ja, Ja, und also. was ist passiert? Ich Laut Dara alles verschwurbelte Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme wahrscheinlich. Auf jeden erkläre dir, Fall. was passiert ist. Es ist Folgendes passiert. Ja, Ja. ich habe früher so gemacht. Ja, ich habe Leute debattiert, Rechte debattiert, habe mich über sie lustig gemacht, habe einfach reacted auf Kaspercast und solche Leute, ja. Und dann habe ich mich darüber lustig gemacht. Da habe ich so gesagt, haha, Pokingtoint und keine Ahnung, hab ihn lächerlich gemacht, ja. Und habe die ganze Zeit gesagt, so wie du, so, diese scheiß Nazis, diese scheiß Rechtsextremen, diese scheiß Rechten, ja. Das hat einfach zu nichts anderem geführt, als dass einfach nur so Hass, 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 Hass auf allen Seiten entstanden sich und Leute sich die Fresse eingeschlagen haben, ja. Dann auf einmal habe ich mich hingestellt und habe einfach so gesagt, Moment, irgendwas läuft hier falsch, weil ich hole die Menschen actually nicht ab, sondern ich vertiefe die Gräben. Das ergibt keinen Sinn. Und je mehr ich die Gräben vertiefe, desto mehr Leute holen sie auf ihre Seite. Da stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich angefangen, habe ich gesagt, okay, weißt du was? Ja, was stimmte denn da nicht? Erwin war damals woke und hatte die falschen Argumente. Also, wenn du dich in den Anamitten-Diskurs wagst und am Ende immer mehr Leute zur anderen Seite rennen, dann heißt das, dass du offensichtlich die schlechteren Argumente, die schlechtere Rhetorik hast. Pass auf, ich werde jetzt Leute nicht einfach mehr ausschließen vollkommen, wenn sie anderer Meinung sind. Ich werde jetzt Menschen nicht so begegnen, dass ich sage, ah, du bist ein scheiß Rechter, du scheiß Nazi-Wichser und sie einfach alle bannen und hin und her, sondern ich werde einfach normal mit ihnen reden. Ja, ich werde ihnen sagen, schau, ich bin nicht deiner Meinung, ich sehe die Dinge vollkommen anders als du, ich finde es nicht korrekt, dass du so denkst, weil das wird zu Scheiße führen und haben ganz normal und respektvoll mit ihnen geredet. Was passiert ist, dass über den Zeitraum von einem halben Jahr unglaublich viele Leute, die eigentlich rechts waren, sich herausgestellt haben, dass das Linke sind, die früher links waren und die nach rechts von Leuten wie deiner Community getrieben wurden, die dann einfach gesagt haben, hey, ich dachte, ich bin voll rechts, weil ich wollte nicht zu diesen woken Leuten gehören. Jetzt bin ich einfach Ja, jetzt habe ich kann ich verstanden, dass ich übrigens. eigentlich links bin und das Kapital. Das kann ich übrigens auch selber bestätigen, ne? Also Leute wie Dara haben, ja, was heißt mich dazu gebracht, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Leute wie er und diese ganzen Leute, die sind auf jeden Fall oder haben mich auf jeden Fall überzeugt, nicht mehr die Linke zu wählen, ne? Weil ich gewusst habe, okay, der Dara, der ist in der Linken und also solche Leute will ich halt nicht wählen. Und dann hat man natürlich gesehen, oh, die Linke ist ja voll von solchen Leuten wie Dara, ne? Von diesen Lifestyle-Linken, wie es Sarah Wagenknecht auch in ihrem Buch beschrieben hat. Und ja, da kann ich Ihnen halt in der Hinsicht auch nur bestätigen, mich haben sie dann auch eher nach rechts getrieben, weil ich sie einfach nicht mochte. Und Ja. natürlich, was natürlich auch mit ihrer identitätspolitischen, ja, mit ihrem Fokus auf identitätspolitische Sachen, anstatt auf den Arbeiter, ne, auf den Klassenkampf, wenn man so will, zu legen, den Fokus, ne? Also da kann ich halt nur bestätigen, was Erwin hier sagt. Also weil ich selber das auch durchlebt habe in gewisser Weise, wenn man Ja, so man will. sieht auch, wie die, es hatten wir ja letztes Mal schon ziemlich gut rausgearbeitet, wie diese Wokisten kein Problem mit dem Neoliberalismus haben. Also Dara hat ja Ja, wirklich gesagt, dass er einen eben. Christian Lindner lieber wählen würde als einen Sarah Wagenknecht.